Jo Leute, willkommen bei der nächsten Review und das ist Redo, ein Spiel von einem Ein-Mann-Unternehmen aus Brasilien, so wie ich mich jetzt gerade eingelesen habe. Deswegen muss ich auch eventuell nochmal das Video neu machen, beziehungsweise diesen Part hier muss ich komplett neu machen, weil ich habe vorher gedacht, das ist ein Entwicklerstudio, weil nicht dran steht, dass das ein Indie-Studio ist, beziehungsweise einer, der seit 3 Jahren an diesem Spiel arbeitet. Es ist ein Metroidvania, was ich gemerkt habe, dass jetzt immer wieder häufiger kommt und was ich nur begrüßen kann. Also Metroidvania-Spiele sind echt geil. Und ich muss sagen, ich habe hier kein Intro übersprungen, bevor jetzt jemand sagt, oh, wieso machst du bei den anderen das Intro mit und warum hier nicht? Ganz einfach, hier gibt es kein Intro. Also man startet das Spiel und landet direkt in diesem Bildschirm. Ich vermute ganz stark, dass es ein Spiel sein wird, das ich mit dem Controller spiele, also werde ich auch den hier nutzen. Und, okay. Okay. Ja, das wird mir hoffentlich alles erklärt. auch hier gehe ich wieder komplett blind dran. Wir spielen mal so eine Stunde und gucken mal, wie das Spiel so ist. Und wie gesagt, das Spiel von einem einzigen programmiert. Das Ganze ist finanziert über Patreon und kostet im Moment bei Steam 8,19 €. Also in dem Augenblick, wo ich es aufnehme, kann natürlich sein, dass es später mehr kosten wird, denn ich habe das Spiel am Release-Tag gekauft. Sprich, wir haben heute den, ich glaube 12. Am I still alive? It's cold out there and empty in here. The age of humanity has gone. Ich habe schon wieder vergessen, die Sprache umzustellen. Ich weiß nur nicht, ob ihr das andere, wo ich mich darüber beschwert habe, schon gesehen habt. Ich glaube eher nicht. There's only ashes. Day after day, my memories are fading into nothing. But somehow, I'm still alive. Hi. I've received a message today from an unknown source. Another human. Could it be possible? I need to go check it. Meet me at the top of the Solar Cathedral. This is what the message says. I need to try one last time. I need to go there. Für alle, die es nicht wissen, ein Metroidvania-Spiel ist. Das Genre ist von 2 Spielen geprägt worden: einmal von Castlevania und einmal von der Metroid-Saga. An old desk was drawing and nothing scattered all over it. Okay. Progress saved. Okay. Und die beiden sind eher dafür bekannt, dass man ständig an Stellen landet, wo man nicht weiterkommt und dann muss man irgendwo anders hin gucken, dass man ein neues Upgrade bekommt und dann. Ja, ich weiß. Das habe ich schon festgestellt. Und dann muss man wieder zurück. Press down to crouch and LB to roll. Ah, okay. Aha. Okay. Okay. So. Also ich lese das jetzt für mich selber durch. Wer es halt auch wissen möchte, ich denke, jeder dürfte das bisschen Englisch, was ich verstehe, auch verstehen. Press back to access inventory and start to access options. Inventory options. So, ich
Ich hatte es fast vermutet. Kein Englisch. Ach, kein Deutsch für mich. Wann schießt du denn? Hier bin ich. So, gehen wir mal weiter. Progress saved. Okay, das war unfair. Schießen die einfach random irgendwo hin? Ist das ein Schwachsinn, ey. Ja, das sehe ich auch. Okay. Hi. Also das mit dem Ausweichen läuft hier noch nicht so flüssig, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Ob ich einfach noch nicht in dem Spiel drin bin oder so. Gehen wir mal hier lang. Wie komme ich denn an den dran? Gar nicht, oder was? Und vor allem hat er mich gerade erwischt. Also, ich habe bis jetzt keinen Hinweis auf irgendwas. Sprich. Das tut weh. Okay. Jawoll. Hey, ich habe was gefunden. Den Morphball. New Weapon. Achso, Moment. A copy of the message you... Okay. Press X to bind a weapon to a quick slot. A right shield. Protection against physical damage and projectiles. Okay. Was ist denn nicht physischer Damage hier in diesem Spiel? Moment. Okay. Oh, ich habe davon nur eine begrenzte Anzahl. Moment, warum habe ich eine begrenzte Anzahl an Schilden? Also ja, von mir aus, wenn drauf geschossen wird, dann ja, dann kann ich das nachvollziehen, aber. Und tot. Oh, doch nicht. Okay. Ich scheine dann nicht. So, sehr schön. Zack, zack, zack. Und wir schauen mal, was hier hinten so ist. Shit! Verdammt, ich drücke ständig die falsche Taste. Ich habe leider die falsche Taste gedrückt. So, in die reinlaufen scheint aber. Okay. Ja, okay. Dann können wir gleich mal wieder hier runter und abspeichern. Und den ganzen Scheiß nochmal machen, wie mir auffällt. Das ist doch scheiße, ey. Okay.
Also ich stehe ja auf harte Spiele, ne? Aber das ist lächerlich. Sehr schön. Gehen wir mal erstmal hier hoch. Ich will wissen, was so in der Umgebung los ist. Da ist wieder eine von diesen Türen. Das sind so Türen, die kann man sich am besten direkt merken, weil die werde ich irgendwann aufbekommen. Ich sage, lächerlich. Okay, ich kann nicht durch die durchrollen, oder was? Okay, das ist scheiße. Sollte das wirklich so sein? Dass ich nicht durch die durchrollen kann? Ist das echt zum Kotzen. Ja, ich kann nicht durch die durchrollen. Unter den Durchrollen geht, aber über die durch die Durchrollen geht nicht. Was ein Blödsinn. Okay. Hab ich das richtig gesehen jetzt gerade? Ich lass mich mal eben wieder hier fallen. Ah. Okay. Respawn die Dinger? Ich hoffe es mal. Natürlich nicht. Warum auch? To access the control room, the main entrance ladder. Okay. Access to streets. So. Dachte ich mir. Okay. Und jetzt kommt noch einmal. Schade. Ich wollte eigentlich, dass der gestunt ist. Oh, das ist so ätzend, ne? Okay. Ups. Sehr schön. Ja, komm, schieß nochmal. Schieß nochmal. Aber wer es noch nicht verstanden hat, diese blaue Zahl, ja, die stunt, aber das brauchen die auch zum Angreifen. Das heißt, wenn die angreifen, zack, verringert sich deren... Keine Ahnung. Kann man Ausdauer sagen? Ich sag da jetzt Ausdauer zu. Die blaue Zahl ist Ausdauer für mich. Okay, da oben komme ich noch nicht hin. Wegen dem... Was ist das? Ja, ich drück nach oben. You see a strange figure trying to say something. Hell. Ja, entweder hello oder you are in hell. Oh, wir haben mal einen weiteren Speicherpunkt erreicht. Progress saved. Ich weiß, wo wir sind. Okay, wenn das hier ist... Ja, ich wollte gerade sagen, dann müsste...
echt Damage. So. Okay. So, und New Weapon. Ich muss das ausprobieren, ob ich am Speicherpunkt das Ding wieder aufgefüllt bekomme. Ich glaube, über B ist das am sinnvollsten. Verdammt. Aber ich gehe eh zum Speicherpunkt, also von daher ist es eh wurscht. Da, so. Okay. Ja, krieg ich wieder aufgefüllt. So. Jetzt ist aber so die Frage, wo muss ich denn hin, wenn hier nicht? So, zack. Und ich weiß auch nicht, immer noch nicht, was diese blauen Punkte mit mir machen. Weil es muss ja einen Sinn haben, die zu sammeln. Ich wusste jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Scheiße, ey. Gott im Himmel, ist das ätzend. Ja, mach mal. Eins, zwei, drei, vier. Ups. Okay. Das ist gerade sogar die Frage. Macht es mehr Sinn? Okay, zack. Forgot it. Und Heilung. Ich glaube, die sind echt nur dafür da, um Heilungspunkte zu geben, ne? Was haben wir denn hier? Na, P plus. Okay. Don't let your window open. Okay, gut. Some strange life forms are loose on the streets. Be cautious. Ja, komm her. Schieß. Schieß nochmal. Okay, das ist echt ätzend. Ich denke jedes Mal, ach gut, easy, kommst du durch. Moment, bin ich da hergekommen? Ja, ne, da bin ich hergekommen, glaube ich. Ja, stimmt. Hier stand der Tipp mit, Tipp. Mit, hey. Du kannst Start drücken für, ich glaube, Optionen und, komm her. Nochmal. Ein Schuss brauche ich noch. Ein Schuss brauche ich noch von dir. Komm her. Verdammt, ich wollte ihn eigentlich besiegen. Okay. Okay, der nicht. Also wenn der springt, dann ist das nicht wie ein Angriff für den.
So, und jetzt kriegst du auf die Fresse. Schade. Zu spät. Gut. Dann versuchen wir mal unser Glück. Aber diesmal hier lang. Okay. Moment. Das ist... Warum ist hier... Okay. Verdammt. Da komme ich nicht drüber, ne? Ne, jetzt eine Decke. War klar. Okay. So. Och ja. Habe ich denn überhaupt eine Möglichkeit, da oben irgendwas zu machen? Verdammt, gib mir mein Leben wieder. So. Also hier die Tür, die kriege ich ja nicht auf, ne? Da brauche ich irgendwas für. Hier ist nur die Leiter da oben, die habe ich schon gesehen, aber auch die kriege ich ja noch nicht auf. Beziehungsweise runter. Alles nix. Das heißt, ich bin hier auf jeden Fall falsch. Das heißt aber auch... Okay. Also was ich jetzt gerade gelernt habe, ist, dass ich nur, wenn ich abspeichere, alles resette. Dann respawnen die Gegner. Ansonsten nicht. Wow, wie bin ich da durchgekommen, ohne Schaden zu nehmen? Okay. Ups. Okay, das war ein bisschen zu früh. Ups, falsche Taste. Das war eventuell die falsche Taste. Was mich halt immer noch nervt, ich weiß nicht, was das für blaue Punkte sind. Ich meine, ich habe die Vermutung, dass es... ja, diese Schilder sind. Ist das sich eigentlich nur auf eine Art und Weise klären? Warum hau ich jetzt eigentlich gerade ständig auf die falsche Taste? So, komme ich da durch. Und so, und so nicht. Da komme ich definitiv nicht drüber. So. Aber ich könnte hier drüber, glaube ich. Das könnte ich schaffen. Die Decke ist auch unter Strom. Ach komm, dein Ernst jetzt?
Weil wie gesagt, ich mag ja eigentlich schwere Spiele, ne? Aber allein, dass ich nicht durchdodgen kann, ist für mich Krebs. Da. Es bringt mir aber alles nichts. Denn ich habe nichts, womit ich das Ding aktivieren kann. Wo muss ich denn jetzt hin? Okay. Also es wird definitiv kein Walkthrough hier. War ich nur zu blöd hier und muss doch hier irgendwo lang? Oh. Den hatte ich vergessen. Ja, ist klar. Okay. Ich hasse das am Metroidvania-Spielen. Also, es ist wirklich ätzend. Es sieht teilweise echt so aus, ah, du kannst das schaffen. Nein! Definitiv nicht, nein. Ups, da muss ich hier drüber. Wo kann ich. Also, hier geht's nicht lang. Hier geht's wirklich nicht lang, sorry. Also, es kann mir keiner erzählen. Okay. Dann bin ich hier falsch. Aber was? Ach komm, ganz ehrlich, ich will da jedes Mal durchdodgen und krieg's nicht hin. Das ist doch eine Scheiße. Moment. Ja, komm, geh mal raus. Ich komme da gar nicht lang. Ich muss hier wieder lang. Okay. Also, das ist wirklich ätzend. Tut mir leid, das ist ein absolutes Ding, was überhaupt nicht für mich geht. Ach ja, ist gut, der blinkt rot und deswegen kann der nicht. Kann ich da nicht durchdodgen. Hier, komm, speichere nochmal ab hier. Komm, schieß doch. Schieß. Ne, dann halt nicht. Okay, wir gehen jetzt einfach nochmal den Weg zurück. Also, mir fällt gerade nichts ein.
das hier die Stelle, die ich vermute? Okay, auch hier ist wieder so eine komische Tür. Oder bin ich einfach zu blöd, diese Tür aufzukriegen? Okay. It stinks. Ja, gut, das ist mir eigentlich relativ. So. Jedes Mal, ey. Ja, das ist genau da, wo ich dachte, dass ich bin. Dann ist nämlich hier hinter eine Waffe. Oder ein HP-Hub oder sowas. Weg ignorieren war. Den ignoriere ich einfach gnadenlos, solange ich das kann. Und jetzt kann ich es nicht mehr, also muss er sterben. So, zack, zack. So, ah ne, Moment. Hi. Wunderbar. Und hier hoch. Ich habe das gesehen. Okay. Was haben wir hier noch? Nix. Willst du mich verarschen? Nein, ich speichere logischerweise nicht ab. Für was auch? Der war wieder. Zack, zack, zack. Okay. Okay, ich komme nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Also tut mir leid, Metroidvania, ja okay. Ich weiß, dass man halt immer wieder an Stellen kommen wird, wo man nicht weiß, oh, wo muss ich denn jetzt hin? Immer. Das macht den Reiz solcher Spiele aus. Scheiße, die springt nicht hoch genug dafür. Mir denken können. Das macht ja den Reiz aus. Aber das Problem ist, ich habe ja nicht mal wirklich Möglichkeiten. Also wenn ich irgendwo eine Fähigkeit hätte, warum kann ich jetzt durch den durchdodgen? Nein! Ach verdammt, jetzt muss ich. Komm her. Und zack, gestunt. So.
Ist hier irgendwo was? Also ich sag mal, im ersten Raum kann ja nichts sein. Also wenn die, wenn er da irgendwas im ersten Raum versteckt hat, also so wirklich komplett am Anfang, was elementar wichtig ist, dann tut's mir leid, dann weist man auf sowas hin. Oder ich bin einfach stinkend dämlich. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, das mag alles schön und gut sein, aber... ich habe ja keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Keine Ahnung. Ist das hier sowas? Das kann auch nicht sein. Vor allem das bringt... doch, da ist eine Leiter nach oben. Ich wollte gerade sagen, das bringt mir sowieso nichts, weil da ist... da ist diese komische Tür, aber doch, das bringt mir was. Also ich bin doch nicht zu blöd für diesen Sprung, oder? Also der ist einfach nicht machbar, oder? Fuck you! Fuck you! Und ich laufe hier rum wie so ein Bescheuerter, ey. Ja, war klar. Allow damage, but can stun enemies easily. Sehr schön. Ja, darum ging es mir. The elevator is broken. Ne, das habe ich mir gedacht. Im Übrigen habe ich da jetzt gerade... ich weiß nicht, wie viele Schuss verballert für... wer ist das denn? A human? This is unusual. How did you survive? Anyway, you should not be here. This area is very dangerous. You will probably just die. The Solar Cathedral? What do you plan to do there? So only those like me... there are only dots like me there. Well, if you want to get there, find a way up. The Solar Cathedral is located at the highest part of the city. War ja klar. Me? I just like to sit here all day, that's all. Mhm. Yo! Hi! Hallo? Muss ich den ganzen Scheißweg nochmal latschen? Ich kann kotzen! Warum habe ich auch nicht verstanden, was ich anders gemacht habe? Doch, man kann durch die durchlatschen. Man darf nur nicht in deren Nähe zum Stehen kommen. Dein Leben und du auch. So. Okay. So. Was ich natürlich jetzt gerade nicht geguckt habe, war, was ich hier so machen kann.
Moment, ich weiß, wo ich bin. Jetzt kann ich auch gleich mal... Ah, okay. So. Ja. War klar. Perfekt. Erstmal Progress saven. So. Stimmt, hier komme ich auch weiter jetzt. Hier noch was gewesen? Ne, hier ist nichts gewesen. Wie komme ich denn da überhaupt hin? Da muss ich über die Kisten springen. Hoffentlich war ich da nicht auch zu inkompetent so. Stirb. So. Zeige Stunt und stirb. Sei auch gestunt und stirb. So, warum habe ich das Gefühl, dass im Kontrollraum irgendwie so einer der letzten Endbosse wartet des Spiels? Ich glaube nicht, dass das ein Early-Bereich ist. Also zumindest der Kontrollraum nicht. Okay, das war easy. Das waren leichte Gegner. Zack. Und noch ein. Wunderbar. Könntest du bitte da weggehen? Gott im Himmel, ey. Okay. Und zack. So. Wo gehe ich denn jetzt lang? Also das sah mir nach einem großen Bereich da aus. Ups. Okay. Ich hätte vielleicht erstmal einen Schuss abgeben sollen und gucken sollen, ob das Ding eine Maximalrange hat. Antwort. Ja, hat es. Okay, da komme ich von der anderen Seite irgendwann mal. Von der anderen Seite komme ich da irgendwann mal lang. Warum drücke ich ständig auf X? Okay. Stirb! Gott im Himmel, ey.
Verdammt! Wird der nicht mal gestunt? Okay, nee, da brauche ich die Stun Gun für. Um den zu besiegen, brauche ich die Stun Gun. So. Aber ich kann den ja auch genauso gut umgehen. So. Okay. Also die Kisten geben mir bis jetzt immer die blauen Kugeln. Ups, hallo. So. Alter, ich krieg hier richtig hart auf die Fresse, ey. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt, wenn das geht. Danke. Oh. Ammo. Ja, toll, Ammo Plus. Scheiß auf Ammo Plus. AP Plus wäre besser gewesen. Da wäre ich gerade wieder voll gewesen. So, komm hier hin und dann kann ich nämlich hier hin abhauen und dich fertig machen. Also das ist Ammo. Okay. Warum habe ich jetzt... Warum schieße ich ständig? Okay, ich glaube nicht, dass ich hier großartig weiterkomme. Wo dran? Ach, leck mich doch am Sackler, ey. Gott im Himmel. Geh mal weiter. Danke. Zack. 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 Ja, komm, gib mir Leben. Gib mir den Stuff. So. Und wieder aufgefüllt. Okay, die kann nur im Stehen schießen. Die kann nicht im Springen schießen. Wie ätzend. Stirb. Gib mir wenigstens die Utility. Die Armor. Wie auch immer. So, hier kriegen wir Ammo wieder aufgefüllt. What the shit? Falls man es mir nicht anmerkt. Ja, ich bin ein wenig genervt. So. Aber nur ein wenig. So.
Zack, zack, weiter. Ja, ist okay. Das ist so lächerlich, ne? Tut mir leid. Es ist wirklich nur lächerlich. Komm her. Es ist nur lächerlich. Tut mir leid. Ich kann das Spiel nicht weiterspielen. Es tut mir leid. Es ist einfach lächerlich. Weil, man muss sagen, ich spiele das Spiel jetzt seit 50 Minuten, ja, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ich bin kein Mensch, der, unerfahren in Spielen ist. Aber, es sind so viele Sachen dabei, die mich einfach stören, die einfach sich falsch anfühlen. Wirklich, also ich kenne kein Spiel, das während so einer Ausweichrolle, gerade bei schnelleren Spielen, bei so ausweichlastigen Spielen, wie das hier ja definitiv ist, weil es geht ja darum, auszuweichen, zu schlagen, eventuell diese Stamina runterzuziehen. Scheißegal. Aber es tut mir leid, es ist für mich persönlich, es fühlt sich einfach falsch an. Das Ganze ausweichen, das funktioniert nicht richtig. Ich versuche durch den Gegner durchzurollen und der trifft mich trotzdem. Ja, das ist realistisch, klar. Durch eine Ausweichrolle werde ich ja nicht unverwundbar. Im echten Leben, wenn einer euch abknallt, während ihr eine Rolle gerade macht, werdet ihr das nicht überleben wahrscheinlich. Aber das fühlt sich in Spielen falsch an. Tut mir leid. Nein, das ist einfach... Nein. So, dann das... Wirklich, ja, ich habe die Steuerung erklärt bekommen. Und ich habe auch so ein bisschen das System des Spiels erklärt bekommen. Aber so ein verwinkelter Mist direkt am Anfang finde ich einfach nicht gut. Ich finde es wirklich nicht gut. Dann, dass ich eine Nahkampfwaffe habe, ist vollkommen in Ordnung. Also das, damit komme ich klar. Das ist halt gewöhnungsbedürftig. Gerade bei Metroidvania ist eigentlich immer, dass ich auf ein bisschen Distanz gehen kann von den Gegnern. Also ausweichen, peitschen oder schießen, weil halt Metroidvania, tut mir leid, dass ich die damit vergleiche. Aber ich weiß nicht, es fühlt sich einfach falsch an, das Spiel. Es fühlt sich komplett falsch an. Und deswegen, ich persönlich, also ich sag nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es ist gut gemacht. Also die Grafik ist für eine einzige Person ist die super gemacht. Es ist preislich relativ gut gemacht. Es ist, also, wenn mir nichts einfällt, Preis ist gut. 8,19 Euro ist definitiv vollkommen in Ordnung. Ich bin mir auch sicher, dass das Spiel Potenzial hat. Also sehr, sehr viel sogar. Aber es ist einfach zu wenig einsteigerfreundlich. Es ist nicht, keine Ahnung, nicht flüssig genug am Anfang. Und ich möchte mich nicht durch ein Spiel am Anfang quälen. Ich möchte mich am Ende durch ein Spiel quälen. Wirklich sagen, boah, jetzt die Herausforderung ist aber echt knackig. Da habe ich echt dran zu knabbern. Das macht nachher Spaß. Am Anfang möchte ich in ein Spiel reingeführt werden. Ich möchte gezeigt bekommen, hey, das kannst du und das kannst du machen. Ich bin jetzt bestimmt in dieser Dreiviertelstunde aber 50 Mal gestorben gefühlt. Also, das kann nicht richtig sein. Also, es tut mir leid, es fühlt sich, wie gesagt, für mich einfach
falsch an. Und ich kann es nicht besser beschreiben, als es fühlt sich falsch an. So, ich habe natürlich zigmal jetzt vergessen, hinten den Speicherpunkt zu aktivieren, dass ich da nicht den ganzen Scheißweg hier nochmal laufen muss. So, und wie gesagt, es ist halt für mich, es ist nicht schlecht, das Spiel. Also, versteht mich da bitte nicht falsch, es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Ich kann nur einfach durchdodgen. Durch den kann ich wieder durchdodgen, weil er wieder nicht rot blinkt. So, so, zack. So, aber es ist definitiv kein schlechtes Spiel und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn man durch diesen Anfang durch ist, ist das Spiel bestimmt gar nicht mal so verkehrt. Aber ich möchte, wie gesagt, nicht sagen müssen, okay, der Anfang war scheiße und das Ende war gut. Ich möchte wirklich sagen, das ganze Spiel war super. Und das kann ich hier ruhigen Gewissens nicht. Ich kann nicht sagen, der Anfang ist super. Also ich habe noch nie einen besseren Anfang gesehen. Yay, wäre gelogen. Also gerade so Metroidvania-Spiele, die leben halt davon. Auch mal am Anfang, gerade was Metroid angeht, lebt das einfach davon. Am Anfang hat man fast immer perfektes Equip und verliert das dann. Durch irgendwas verliert man es dann. So, was immer totaler Bullshit ist und man sich immer tierisch drüber ärgert. Aber trotzdem, das macht Metroid halt aus. Und hier habe ich das halt gar nicht. Ich werde reingeschmissen. Storytechnisch, ja, okay. Die Menschheit scheint tot zu sein. Irgendwie haben die Puppen übernommen. Ich weiß nicht. Ich bin scheinbar der letzte Mensch. Und keine Ahnung. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe das Spiel nicht. So, vielleicht bin ich auch zu blöd dafür. Vielleicht bin ich wirklich zu blöd dafür, genauso wie für gewisse Sprünge hier. Aber ich finde, gerade bei Metroidvania, wo es halt wirklich sein kann, dass irgendwo eine Stelle ist, an die du erst hin musst und da dann, ja, keine Ahnung, den Doppelsprung holen kannst. Gerade in sowas sollten Sprünge so gemacht sein, dass die, wenn sie für mich jetzt schon machbar sind, auch easy machbar sein sollten. Ich muss mich hier, bei dem Scheißsprung, muss ich mich zum Beispiel direkt an die Kante stellen. Weil, ich sag mal so, wenn ich hier stehe, ups, das dürfte sogar klappen, klappt das nicht. Es klappt um diese berühmten paar Zentimeter, klappt es nicht. So. Und das ist bei Metroidvania ganz oft so, dass es halt so aussieht, als ob es klappen könnte. Und halt doch nicht klappt. So. Und ich bin halt ein Mensch, der sagt, okay, wenn es klappen soll, jetzt schon, dann... Jetzt bin ich zu blöd, den Sprung zu machen. Dann klappt das aber auch relativ easy und sicher. Und das ist hier nicht. Tut mir leid, also das ist hier total schwachsinnig. Und ich weiß, ich reg mich da jetzt halt vielleicht unnötig auf. So, zack, machen wir so. Zack, 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 zack. Gib her. Und du kommst jetzt hier hin. Ah ja, okay. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Mal wieder. Logisch. Warum auch? So. Okay, wie gesagt, es ist nicht mein Spiel. Ich hoffe, es hat für einen Einblick gereicht. Also ich werde es, denke ich, nicht weiterspielen. Also es tut mir leid, aber ich werde es, glaube ich, nicht weiterspielen.
Und wenn, dann werde ich da höchstwahrscheinlich mit Cheat Engine, werde ich mir da unendlich Leben draufklatschen und dann war es das. Dann renne ich da einfach durch. Ist mir scheißegal. Weil es ist bestimmt ein Spiel, wo ich sage, Mittelteil, vielleicht sogar der Endteil ist echt gut, aber es stören mich halt so viele Sachen. Also das ist meine Meinung. Ich hoffe, es hat aber trotzdem einige davon überzeugt, hey, ich kann das auf jeden Fall besser als Evo. Und ich mache das jetzt mal vor, ich kann das. Würde mich freuen. Also ich bin mir sicher, das Spiel kann einiges. Und ich hoffe, ihr habt da viel Spaß mit. Ich leider nicht. Also haut rein, bis dahin. Zum nächsten Mal. Ciao, ciao.